Hey und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute sprechen wir mal darüber, was bei uns so Mai los ist, beziehungsweise auch was in Norwegen so Mai los ist. Denn der Mai ist, glaube ich, schon ein sehr besonderer Monat hier, weil hier der wahrscheinlich wichtigste Feiertag in dem Monat liegt. Und auch noch ein ganz paar andere Feiertage, die wir aber aus Deutschland auch kennen. Und ich dachte mir, es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn wir monatlich immer mal so ein bisschen einchecken, was bei uns gerade so passiert, auch so als Auswanderer, dass ich das Wort mal sage, also dass ich mich mal mit dem Wort bezeichne, das hätte ich früher auch nicht gedacht. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich wollte mich erstmal bei euch bedanken, nämlich für die lieben Kommentare und für die Nachrichten, die ich schon bekommen habe bezüglich des Podcasts und dass es eine coole Idee ist. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr möchtet und der Podcast euch Mehrwert gibt und ihr denkt, das könnt ihr auch für andere Leute, dann könnt ihr den Podcast natürlich ultra gerne teilen. Das würde mir sehr helfen. Könnt natürlich auch gerne ein Like da lassen und abonnieren. Da bekommt ihr immer eine kleine Nachricht, wenn es losgeht. Auf den jeweiligen Kanälen geht das ja auch. Also ihr findet den Podcast jetzt übrigens nicht nur bei YouTube selbst, sondern auch bei Spotify, Amazon Music, Audible, Google Podcasts und Apple Podcasts. Also ich denke, da findet jeder von euch das Richtige, um den Podcast anzuhören. Nun sage ich aber, starten wir mal rein in das Thema Mai in Norwegen. Fangen wir direkt mit dem sogenannten Grünlovsdag an. Das ist der wohl wichtigste Feiertag in Norwegen am 17. Mai. In Deutschland ist er auch bekannt eigentlich, also quasi von der Übersetzung, es ist der Tag der Verfassung oder auch der Nationalfeiertag Norwegens. Und das ist hier ein richtig großes Fest und ein Spektakel mit nicht nur irgendwie jetzt einer Militärparade, sondern halt auch einer richtigen Party sozusagen. Also irgendwie das ganze Land feiert in den Farben Rot, Blau, Weiß, überall Flaggen. Also die Läden bereiten sich schon seit mehreren Wochen darauf vor. Und es gibt überall kleine Flaggen zu kaufen, große Flaggen zu kaufen, Balkonflaggen zu kaufen, Flaggen fürs Auto, Flaggen für den Tisch, Flaggen Ohrringe, Flaggen Haarspangen, Flaggen Schleifen. Also du bekommst gerade alles, was du möchtest mit der norwegischen Flagge drauf. Und dazu kommen auch noch die Trachten und die passenden Schuhe zu den Trachten. Also auch die Trachten spielen nochmal eine wichtige Rolle, wobei ich dazu auch schon gehört und gelesen habe, dass die sich auch geografisch unterscheiden. Also dass nicht alle überall die gleichen Trachten haben, sondern man anhand der Tracht erkennen kann, eigentlich aus welcher Region die Person sozusagen ist. Traditionell startet das wohl mit einem ausgiebigen Frühstück der Norweger. Und es ist nicht nur so, dass in den großen Städten jetzt große Paraden und so weiter durchgeführt werden, sondern auch in kleinen Kommunen und in kleinen Städten wird ganz viel selbst organisiert und an dem Tag Norwegen gefeiert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was wir an dem Tag machen. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, wie ist denn das eigentlich so, weil es ist ja ein Nationalfeiertag und wir sind ja jetzt keine Norweger, also ich meine, wir wohnen jetzt hier, ja, aber wir sind ja jetzt nicht, wir sind halt immer noch Deutsche. Und ich habe mir dazu sagen lassen, beziehungsweise auch gelesen, dass die Norweger dahingehend sehr offen sind, also dass es jetzt nicht so ist, dass sie da nur unter sich feiern wollen, sondern dass man da auch gerne willkommen ist. Allerdings ist wirklich ein schicker Feiertag ist und dass man auch mal ein Anlass ist, seine guten Sachen rauszuholen und sich ein bisschen aufzubrezeln, um gemeinsam diesen Tag zu verbringen. Das ist wahrscheinlich auch unser Plan in Familie. Wir sind uns da allerdings noch nicht so ganz sicher, weil ja noch nicht ganz klar ist, wer alles hier sein wird und dementsprechend gibt es noch keinen hundertprozentig festen Plan. Ich werde aber mit Sicherheit danach nochmal in einem Podcast drüber sprechen, wie der 17. Mai so für uns ist. Vielleicht mache ich auch ein Video, mal gucken, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ja, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin mir sicher, wir werden einen schönen Tag haben, ob in einem kleineren oder in einem größeren Kreis, mal schauen. Darüber hinaus gibt es ja in Deutschland im Mai auch noch zwei Tage, die jetzt zwar keine Feiertage sind, die aber sicherlich jeder von euch ein bisschen auf dem Schirm haben wird, und zwar Mutter- und Vatertag. Das ist ja anders und deswegen dachte ich, ich erzähle euch das mal, denn Mutter- und Vatertag gibt es auch in Norwegen, allerdings in ganz anderen Daten. Und zwar war der Muttertag schon am 12.2. und der Vatertag kommt erst am 12.11.
Das heißt, wir haben im Endeffekt die Möglichkeit, uns zu überlegen, wann wir unseren Eltern gratulieren oder ob wir ihnen zweimal gratulieren. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass es so ist, wenn man, oder ich habe da früher nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber klar, die Werbung hat seinen Einfluss. In Deutschland kriegt man ja auch immer mit, wenn der Mutter- oder Vatertag ist. Also auch wenn ich da manchmal nicht so ganz bewusst dran denke. Also beim Thema Daten, das verpeile ich auch sehr, sehr gern, muss ich ehrlich sagen. Ist es so, dass die Werbung einen ja immer auf dem Laufenden hätte, man genau weiß, oh, in 2 Wochen ist Muttertag, weil jetzt sind Muttertagsgeschenke im Angebot und Blumensträuße und ja, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Das ist hier natürlich auch so, ist jetzt aber so, dass wir von der deutschen Seite ja gar nicht mehr so viel mitbekommen und man deswegen wirklich jetzt aktiv daran denken muss, wenn man zu den Daten dann auch gratulieren will oder vielleicht einen Blumenstrauß schicken möchte oder sowas. Also ich habe schon festgestellt, der Mai ist in Norwegen ziemlich, ja, ziemlicher Arbeitsmonat, in dem weniger Arbeiten sind oder zumindest in den 5 Feiertage fallen und das in diesem Jahr auch so ist, dass man irgendwie super verlängerte Wochenenden draus machen kann, was dazu führt, dass ja, es halt sich anbietet, auch mal einen Urlaub hier rein zu planen. Wir haben jetzt für den Mai eigentlich noch so ein bisschen die Idee gehabt, eventuell an dem Wochenende, wo der 17. ist, noch so eine Art Tageswanderung zu machen, vielleicht mit Übernachtung. Da müsste aber das Wetter stimmen und es ist gerade ziemlich durchwachsen. Ja, kann man noch nicht so richtig gut einschätzen. Es ist kann ich sagen, hier echt schwierig mit dem Wetter, also mit den Wettervorhersagen. Wenn man jetzt aus Deutschland gucken würde, in unserem Standort, würde man wahrscheinlich denken, hier kommt nie die Sonne raus und es ist dauerhaft dunkel, grau und Regenwetter. Aber letztendlich ist es nicht so. Also auch für heute ist Dauerregen angesagt und es tröpfelt gerade und es ist so hellgrau draußen. Also wisst ihr, der Himmel ist bedeckt, aber es ist jetzt nicht dunkel. Es ist wirklich angenehm und es ist auch, glaube ich, über 11 Grad haben wir jetzt. Also der Frühling ist mittlerweile da. Ich werde auch noch die Woche ein Frühlingsvideo online bringen. Ich habe nämlich ein bisschen was mitgefilmt, so über die letzte Zeit. Ja, und er hat sich auch ganz schön hinausgezögert, muss man schon so sagen. Also sagen auch die Norweger, es war ganz schön kalt und vor allem hat es immer wieder geschneit. Es hat immer wieder gedauert, bis der Schnee weg ist und dann hat man sich darüber gefreut und dann hat es wieder geschneit. Also es waren dann schon immer ein paar Zentimeter, die dann halt auch nicht so schnell wegtauen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Umso schöner ist es, dass jetzt langsam die Wiese grün wird. Und hier sind übrigens die Birkenblätter noch nicht mal draußen. Also mal so zum Einschätzen, wie weit die Natur ist. Es geht jetzt wirklich erst los. Und es wird aber auch sehr schnell gehen, denke ich. Also ich mache heute noch mal ein Foto. Ich habe mir nämlich überlegt, ich mache jetzt mal jede Woche ein Foto von oder mehrere Fotos von verschiedensten Standorten, damit ich euch dann mal in einem Video zeigen kann, wie sich das, also wie schnell sich das verändert, weil die Natur hier schon ganz anders ist. Durch die viele Sonne passieren da Dinge viel, viel schneller und auf einmal fängt alles an zu sprießen, weil ansonsten müsste man ja denken, also ich meine, der Winter hier ist ja sehr, sehr lang, fängt schon sehr zeitig an und auch der Herbst ist verhältnismäßig kurz im Vergleich zu Deutschland. Dass hier gar nichts hinterherkommt und hier im Sommer ja gar nicht wirklich viel wachsen kann. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Wer schon mal in Nordnorwegen war, der weiß, wie grün, wie saftig und ja, wie viel Natur da im Sommer ist. Das ist schon echt krass, finde ich, wie das in kurzer Zeit hier quasi explodiert. Passend dazu ein weiteres Thema, das mir noch im Mai ganz groß auf der Liste steht, und zwar der Garten. Ich wollte nämlich gerne, da wir jetzt ja hier sind, Garten machen. Ich fand das als Kind schon immer faszinierend. Meine Eltern haben das immer gemacht. Ich fand es eher ätzend, irgendwie Unkraut jäten zu müssen und konnte das noch nicht so richtig schätzen. Und das ärgert mich jetzt im Nachhinein ein bisschen. Dafür sage ich Ihnen das jetzt umso mehr sozusagen, weil bei mir war es halt irgendwie normal, dass ich als Kind immer Himbeeren hatte, Erdbeeren aus dem Garten, dass wir viele Tomaten hatten, viele Gurken, Zucchini, also alles Mögliche eigentlich, was man so im Garten einfach mal anbauen kann. Jetzt nicht auf einer Selbstversorgerbasis, aber schon richtig viel im Sommer. Also wir haben da viel, viel, viel aus unserem Garten oder unseren Gärten geerntet. Also ich war dann auch oft bei meinen Großeltern und habe da sämtliche Beeren, die es irgendwie gab,
die sie in ihrem Garten hatten, gesammelt. Ein riesen, riesen Eimer voll. Also wirklich unbezahlbar, sage ich mal. Und selbstgemachte Marmelade gehörte dann natürlich auch immer dazu. Und für mich war das halt irgendwie nicht so krass Besonderes. Und ja, mich ärgert es, wie gesagt, so ein bisschen im Nachhinein, dass ich das irgendwie nicht so wertgeschätzt habe. Aber es war halt normal, dass man im Sommer so viele Tomaten hatte, dass man zu allem Tomaten essen konnte und dass man sich auch nicht Gedanken darüber gemacht hat, ob man jetzt 2 Tomaten isst oder ob jeder 4 Tomaten isst, weil es einfach mehr als ausreichend gab. Und es war so oder ist so unfassbar lecker, eigenes Gemüse aus dem Garten, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und ich glaube, diejenigen von euch, die das auch kennen, die verstehen da, was ich meine. Und als ich dann ausgezogen bin, also zum Studium sozusagen gegangen bin, da war mir das gar nicht bewusst, dass das so ein großer Verlust sein wird. Es war dann auch so, dass immer, wenn ich zu Hause war, meine Eltern mir ganz viel mitgegeben haben. An dieser Stelle großen Dank. Also ich hatte so einen großen Wanderrucksack, oder den habe ich auch immer noch, und der war gefühlt zur Hälfte mit Essen voll, weil ich alles Mögliche mitbekommen habe, was es so im Garten gab, um durchzukommen. Nicht, weil es jetzt finanziell ein Engpass war, sondern weil ich es einfach so sehr auch vermisst habe und genossen habe, wenn wir da was mitbekommen haben. Und das möchte ich gerne wieder haben. Also ja, man kann auf dem Balkon auch einiges machen. Das Problem ist allerdings, man muss auch da sein. Also zum Beispiel in meiner ersten WG, da hatten wir Gurken auf dem Balkon, aber halt mehr auch nicht. Weil das Problem halt wirklich ist, wenn man ein verlängertes Wochenende weg ist und wir waren sehr oft in der Heimat, dann vertrocknet das halt einfach zu schnell, weil es ja jetzt nicht tief in der Erde steckt und dadurch nicht so eine gute Versorgung hat. Ja, und irgendwie hatten wir da auch noch nicht so die Muße dazu. Und dann war ich richtig motiviert, als ich mit Johnny zusammengezogen bin in die Wohnung. Und da hatten wir aber dann das Problem, wir hatten einen Südbalkon und der war aus Beton. Der hat sich so extrem aufgeheizt, dass überhaupt gar nichts gewachsen ist. Also wir hatten dann im Frühjahr ging mal so ein bisschen immer was oder im Herbst mit so Salat und solchen Geschichten. Aber selbst die Tomaten sind einfach vertrocknet, es war viel zu heiß. Und du konntest die Dinge halt auch nicht in der Wohnung lassen. Also sobald wir weg waren, war eh verloren, weil da einfach alles verbrannt ist und die Wohnung sich auch so aufgeheizt hat, weil die so weit oben war und in der prallen Sonne. Also da habe ich dann auch irgendwann eingesehen, dass das hier nicht so eine richtige, ja nicht die richtige Position ist, beziehungsweise dass ich da hätte wahrscheinlich Kakteen und Palmen wachsen lassen, aber halt viele andere Sachen nicht, die dann auch einfach mal mehr Feuchtigkeit brauchen und nicht nur einen stehenden Balkon mit 60 Grad. Also man konnte sich im Sommer da manchmal auch gar nicht drauf aufhalten, weil man hat so extrem geschwitzt, weil einfach alles abgestrahlt hat und es viel, viel, viel zu warm war. Jetzt aber mal zum Punkt, also hier in Norwegen ist es natürlich anspruchsvoller und das meine ich aufgrund unserer Position. Also wir sind ja in Nordnorwegen. Wir sind zwar an der Küste, das heißt, es ist alles ein bisschen milder, aber es ist auch nicht so warm im Sommer und es ist auch nicht so ultrasonnig, so viele Tage. Aber wir haben den Vorteil, wir haben den ganzen Tag Licht. Und gefühlt ist es auch schon seit 3-4 Wochen so, dass die Sonne ja immer noch, also dass es immer noch hell ist. Es wird nicht richtig dunkel. Also mit dunkel meine ich, wie in Deutschland, stockfinster. Das wird es jetzt schon ziemlich lange nicht und das wird es jetzt auch eine ganze Weile nicht werden. Das heißt also, dass die Pflanzen mehr Licht bekommen, generell am Tag. Und das ist ganz gut. Und das hat halt auch zur Folge, dass hier alles jetzt so schnell wächst und explodiert. Das Gewächshaus, was ich gerade angesprochen habe, das ist aber nicht von mir. Also das ist von meiner Tante, die hat sich quasi jetzt ein neues Gewächshaus gewünscht. Das haben wir mit aufgebaut und sozusagen mit installiert und Erde und so weiter reingemacht. Und ja, haben quasi so eine leichte Erhöhung gebaut in so einem U. Da sollen also hauptsächlich Gurken, Paprika eventuell, wenn die was werden, und Tomaten rein. Und ja, noch so ein paar Kleinigkeiten wie wahrscheinlich Basilikum, Salat. Also, dass man so eine Mischkultur hat, die sich gegenseitig unterstützt. Und draußen würde ich gerne noch mehr machen. Also, wir haben jetzt schon ein paar Beete sozusagen vorbereitet. Allerdings wollen wir noch ein paar andere Sachen machen für Kartoffeln, Kohl, solche Geschichten. Also ich bin mal gespannt, was wächst. Es ist wirklich ein absolutes Experiment. Aber wenn man es mal so sieht, wir müssen nicht wirklich viel Ertrag rausbekommen, weil Gemüse und Obst ist hier halt wirklich teuer.
Und wenn man das selbst produzieren kann oder zumindest schon mal im Sommer, zumindest einen großen Teil, dann wird das geldlich schon echt was ausmachen. Also ich meine, das ist ja in Deutschland mittlerweile auch so. Da kann man wirklich richtig, richtig, richtig viel Geld mitsparen. Und es macht so viel Spaß, dem Ganzen zuzusehen. Also gerade ist es auch so, dass wenn Johnny und ich aufstehen, man guckt irgendwie zuerst auf die Pflänzchen und sieht, oh, da ist was rausgekommen, oh, das ist schon größer geworden, das hat jetzt so und so viele Blätter. Also es ist irgendwie total cool, man freut sich wie so ein kleines Kind über die Pflanzen und da tobe ich mich gerade sehr aus. Also da lerne ich gerade auch sehr viel dazu, weil über jede Pflanze kann man sich ja gefühlt stundenlang, ja, sich stundenlang damit beschäftigen, was braucht die für Bedingungen, wie wächst sie am besten, wie kann man sie aussehen, wann kann man sie aussehen. Und ja, es ist eine Kunst für sich und es macht sehr, sehr viel Spaß. Darüber hinaus gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, die jetzt im Mai anstehen. Also zum Beispiel, ja, ich möchte endlich fertig werden mit meinem Business, dass ich hier jetzt gerade in Norwegen anmelde. Oder was heißt hier jetzt gerade? Das klingt auch so, als hätte ich mich vorher nicht darum gekümmert, weil wir haben uns ja im April in Deutschland abgemeldet. Und ich habe schon Wochen davor in Norwegen diesen Prozess begonnen, weil ich es gerne so haben wollte, dass ich einen fließenden Übergang habe. Also ich melde mein Gewerbe in Deutschland ab und kann sofort in Norwegen durchstarten. Faktisch hat das überhaupt gar nicht funktioniert. Und ja, also da kann ich auch nichts schönreden. Also nicht nur in Deutschland funktioniert die Bürokratie nicht so gut. In Norwegen braucht das auch einfach alles sehr, sehr, sehr lang. Am Anfang hieß es, also eigentlich ist gerade übrigens der Punkt, dass ich nicht darüber hinauskomme, dass die Bank mir das Konto eröffnet und gibt, wo ich das Geld einzahlen kann, weil dann kann ich erst meine Firma richtig anmelden. Und dieser Prozess sollte 5 Tage dauern. Hat man mir damals auch gesagt, als ich diese Unterlagen eingereicht habe, was übrigens schon Ewigkeiten gedauert hat, weil der Erste hat mir gesagt, ah, als Ausländer ohne unsere Identifikationsnummer hier, da können Sie kein Unternehmen anmelden. Der Nächste hat mir gesagt, man muss es da und da machen, da ging es dann aber nicht. Also da habe ich, glaube ich, mit 4, 5 Leuten telefoniert, ehe mir dann einer wirklich gesagt hat, das da füllst du aus, da schickst du es hin, dann melden wir uns bei uns, bei euch. Da hieß es 5 Tage, wir sind jetzt bei über 7 Wochen und ich habe immer noch keine Antwort. Und von daher warte ich jetzt gerade einfach ab. Und das ist mehr als anstrengend. Also, ja, ich habe da heute auch schon wieder probiert, jemanden zu erreichen. Die haben geschrieben, sie sind dran und melden sich soon. Mal gucken, wie schnell soon dann auch da ist. Dann haben wir noch ein weiteres Projekt, worüber ich euch hoffentlich ganz bald erzählen kann. Das ist sehr, sehr spannend. Da warten wir aber gerade noch auf eine Rückmeldung. Deswegen kann ich da noch nicht zu viel erzählen. Und ja, dann wollen wir noch jemanden besuchen. Darauf freue ich mich auch schon. Wir haben nämlich, oder wir sind in so einer Facebook-Auswanderergruppe, Facebook-Norwegen-Gruppe, wie auch immer. Und da verbinden sich auch oft die Deutschen in bestimmten Gegenden so. Also gerade die neu dazukommen, um einfach so einen Anschluss zu finden. Ich finde es jetzt nicht cool, wenn man sich nur mit Deutschen umgeben würde, aber um einfach vielleicht auch ein bisschen mehr reinzukommen, wenn man jemanden hat, der schon mehr in der Kultur drin ist und so, einige Dinge zu lernen, sich auszutauschen. Dafür ist es echt genial und echt eine coole Gruppe. Oder es gibt auch mehrere Gruppen, also es sind coole Gruppen. Und da wollen wir eigentlich schon seit Ende des Jahres jemanden treffen, auch Junges hier aus der Gegend. Also aus der Gegend heißt 1,5 Stunden entfernt. Und das werden wir jetzt im Mai endlich angehen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, und das war's dann auch schon mit unseren Plänen. Oder was heißt mit unseren Plänen? Man hat ja mal ganz viele Ziele. Aber so, das sind so die größeren Sachen, die für uns im Mai anstehen und die auf uns jetzt hier so zutreffen. Wir hören dann nächste Woche wieder voneinander und wenn du Lust hast, kannst du auf meinen YouTube-Kanal gehen. Freibär heißt er auch und da mal schauen, denn es wird diese Woche definitiv auch noch ein neues Video geben. Das Frühlingsvideo, das ich euch vorhin schon versprochen habe. Also haltet die Augen offen, wir hören voneinander und ganz liebe Grüße aus Nordnorwegen.